dieser Anstieg. Eco Sibello qui. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Yep. Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'at. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Und all dies loszulassen. Hat was, ne? Und damit ein herzliches Willkommen zu... Dann lasst los. Assassin's Creed Revelation. Ich die Fallen. Jetzt sind wir im letzten Abschnitt des Spiels. Was ich sehr geil finde. Und da sind wir wieder. So muss das. Das Ende der Straße. Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Du fragst mich was. Hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baut. Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Was hofft ihr, hinter dieser Tür zu finden? Wissen, hauptsächlich. Altair war tiefsinnig und ein gewitzter Schreiber. Er baute diesen Ort als Archiv für seine Weisheit. Er sah viele Dinge in seinem Leben und lüftete Geheimnisse, beunruhigende wie verstörende. Wissen, das geringere Männer verzweifeln ließe. Besorgt euch das? Sophia, ihr solltet doch wissen, dass ich kein geringerer Mann bin. Ezio. Na bitte. Ihr kommt da hoffentlich lebend wieder raus. Das plane ich. Alter, hier ist Bibliothek untersuchen. Und da ist jetzt nur noch ein Stuhl. Und alter Ehe drauf. Mit dem ehenden Apfel dahinter. Denn er hat jetzt noch einen Schlüssel. Der noch eine Erinnerung zeigt. Keine Bücher. Kein Wissen. Nur du, Fratello mio.
Liebesgöttin Pace Altair. Oh je. Bist du fertig mit meinen Büchern? Ja. Einige gaben wir dem Polus. Der Rest kommt mit mir nach Alexandria. Gut. Sehr gut. Vater, das verstehe ich nicht. Warum eine Bibliothek erbauen, wenn ihr nicht vorhabt, dort eure Bücher... Du musst gehen. Wenn die Mongolen kommen, muss Masyaf leer sein. Verstehe. Das ist gar keine Bibliothek. Es ist eine Gruft. Sie muss versteckt bleiben darin. Fern von gierigen Fingern. Zumindest bis sie ihr Geheimnis weitergegeben hat. Ein Geheimnis? Geh, Sohn. Geh zu deiner Familie. Und lebe glücklich. Alles, was gut an mir ist, begann mit euch, Vater. Heftige Scheiße. In der ganzen Weisheit ist viel Verdruss. Und wer Erkenntnis mehrt, mehrt das Leid. Was wir machen. Was kannst du sehen? Jetzt sieht es wieder aus. Seltsame Visionen und Nachrichten von jenen, die vor uns lebten. Von ihrem Aufstieg und Absturz. Aber was geschieht mit uns, Altair? Mit unserer Familie? Was sagt der Apfel? Wer waren die, die vor uns lebten? Was brachte sie her? Und wann war das? Befrei dich von dem Ding! Es ist meine Pflicht, Maria. Wenn man dich fragt, sag, dass ich den Apfel verschickte. Sag ihnen, dass er in Zypern ist oder in Zipango. Oder dass ich ihn im Meer versenkte. Sag, was nötig ist, um die Leute von hier fernzuhalten. Der Apfel darf nicht gefunden werden, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Das ist so heftig, man. Dass man sozusagen die letzten Schritte geht. Mit dem man. Mit dem das ganze Franchise erst ins Rollen kam. Jetzt ist er tot. Ach, hey. Wir nehmen jetzt etwa fast zu altem Zustand den Apfel an uns. Noch ein Artefakt? Nein. Du bleibst schön da. Ich habe genug für ein Leben gesehen. Desmond? Spricht er mit mir? Ich hörte deinen Namen bereits, Desmond. Vor langer Zeit. Und nun haftet er in meinen Gedanken. Wie ein Bild aus einem alten Traum.
Ich weiß nicht, wo du bist oder wie du es schaffst, mich zu hören. Aber ich weiß, dass du zuhörst. Ich lebte mein Leben so gut ich es vermochte, ohne den Zweck zu kennen. Doch getrieben wie eine Motte zum Mondlicht. Und hier endlich entdecke ich die Wahrheit. Dass ich nur der Überbringer einer Nachricht bin, die sich meinem Verstand entzieht. Wer sind wir, die wir so gesegnet sind, diese gemeinsame Geschichte zu teilen? Über Jahrhunderte hinweg. Vielleicht wirst du die Fragen beantworten, die ich stellte. Vielleicht bist du der eine, der allem Leid doch noch einen Sinn gibt am Ende. Jetzt. Höre. Kannst du mich hören, Sifa? Kannst du mich sehen? Ah, da bist du ja. Gut. Ein seltsamer Ort, dieser Nexus der Zeit. Ich bin nicht gewöhnt an Berechnungen. Das war immer Minervas Domäne. Ich sehe, dass du noch viele Fragen hast. Wer waren wir? Was wurde aus uns? Was wünschen wir von dir? Du wirst Antworten bekommen. Hör nur zu und ich sage dir wie. Vor dem Ende und danach versuchten wir, die Welt zu retten. Wir bauten Gewölbe, um darin zu arbeiten, jedes einer anderen Methode der Rettung gewidmet. Errichtet im Untergrund, um dem Krieg über uns auszuweichen. Aber auch als Vorsorge sollten unsere Bemühungen scheitern. Das Wissen jeder Gruft wurde an einen einzelnen Ort übermittelt. Unsere Pflicht, meine, Minervas und Junos, war es, das Gesammelte zu sortieren und zu sichten. Wir wählten nur die aussichtsreichsten Lösungen und widmeten uns dem Test ihres Wertes. Wir versuchten 6 hintereinander, jede vielversprechender als die davor. Keine funktionierte. Und dann endete die Welt.
bebte für Tage. Die Feuer brannten wochenlang. Und als die Asche sich gesetzt hatte, lebten weniger als 10.000 deiner Art und viel weniger von uns. Aber wir machten weiter, gemeinsam, um aufzubauen, zu erneuern. Höre, du musst dorthin, zu dem Ort, wo wir arbeiteten und scheiterten. Nimm meine Worte, leite sie von deinem Kopf in deine Hände. Das wird den Weg öffnen können. Doch sei gewarnt, vieles ist noch immer im Fluss. Und ich weiß nicht, wie alles enden wird. Weder in deiner Zeit, noch in meiner. Wartet! Seine Werte stabilisieren sich. Etwas passiert. Er bewegt sich. Desmond, kannst du mich hören? Sohn? Ich weiß, was wir tun müssen. Tja, und das war's dann mit Assassin's Creed Revelations. Ja, jetzt haben wir die Ezio-Trilogie mal durch. Jetzt haben wir beim nächsten Mal haben wir Connor am Start wieder. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal eine Folge rausgeballert habe, auf jeden Fall höchstens die erste. Und ja, jetzt geht's zur zweiten, ne? Wenn dann. Und sonst halt die erste, aber ich glaube, ich habe schon mal eine rausgeballert. Von daher, wieder mal eine coole Sache. Aber wenn man jetzt so bedenkt, das Spiel Revelations war wohl das kürzeste von allen drei Ezio-Trilogien. Wenn man nur straight die Story durchballert und die Nebenquests, ne? Schon alleine Brotherhood hat mit ihren Nebenquests alles zerballert. Eigentlich, ich habe sogar aufgehört, die zu bringen. Weil es meistens immer das gleiche ist. Entweder renne von A nach B, hol mir was, komm zurück. Naja, wie man es halt so kennt, ne? Aber an sich war es ein cooles Game. Man hätte echt alles First Try eigentlich machen können. Außer vielleicht bei Renngedünskacke, dass man irgendwie ja nochmal wiederholen hätte müssen, aber manchmal habe ich auch einfach zu unvorsichtig gespielt und habe dann am Ende einfach die Quittung bekommen. Von daher, jetzt weiß ich halt nicht, was ist jetzt mit dem Ganzen, weil die Credits sind mir piepegal, von daher. Insel wird rekonstruiert. Dass wir überhaupt wieder einen Anfang haben, oder was? Stimmt, da war ja was. Sonst kann man ja gar nicht zurück. Aber schade, kann man sich nicht ausloggen. Ich glaube, das geht nicht. Aber ich glaube, jetzt sind auch keine Desmond-Erinnerungen mehr zusätzlich gekommen, oder? Also wir gucken noch gerade kurz, sonst verabschiede ich mich dann.
Hier haben wir zum Beispiel auch das erste Mal gesehen, wie so eine Animus-Welt eigentlich von innen aussieht. Ne? Den Animus-Raum an sich. Finde ich auch ziemlich interessant. Aber dann haben sie irgendwie völlig verkackt, ab Teil 3 glaube ich eben schon. Weil dann spielt man ja irgendeinen anderen Vollidioten. Oder war ich jetzt komplett... Also war ich jetzt komplett irgendwann, ich glaube nicht. Dann kam der große Leerlauf, bis sie dann mal Layla reingebracht haben. Was... also welche dann eher... ja, so Deko-mäßig und... erduldet wurde, aber... jo. Ja, wir haben das jetzt lang genug angeguckt, oder? Ja gut, weiß noch was kommt. Hänge ich solch hinten dran? Oder... ja. Dann kommt auf jeden Fall Subjekt 16 Videos. Definitiv. Bei dem müssen wir auch noch ein bisschen rein sneaken. Von daher freut euch drauf. Tödelö.